Wo Lionel Messi auftaucht, ist Ausnahmezustand. Auch wenn der Weltstar schnurstracks im Hotel verschwindet. Der FC Barcelona steigt vor der Partie in Leverkusen in Köln ab, mit Blick auf Rhein und Dom. Touristische Highlights vor einer Partie, in der es für den Trippelsieger um nichts mehr geht. Der Gruppensieg steht fest, Spieler wie Iniesta und Piqué sind gar nicht erst mitgefahren. Und auch auf Neymar muss Barca verzichten, er verletzte sich im Abschlusstraining. Nur Champions-League-Torwart Marc-André Ter Stegen brennt vor Ehrgeiz. Er will jede Chance nutzen, Stammtorwart Claudio Bravo Druck zu machen und sich auch für die Club-WM empfehlen. Wir haben morgen sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns, weil wir so wie immer gewinnen wollen. Wir wollen zeigen, dass wir in der Gruppe ganz klar die Favoriten waren, sind und auch zu Recht da oben stehen. Und im Hinspiel haben wir gesehen, dass es schon schwer ist. Und dementsprechend konzentriere ich mich überhaupt gar nicht auf die nächsten Tage, auf die Club-WM oder sonst irgendwas. Und so ist es für den FC Barcelona ein Schaulaufen und eine Partie, in der es hauptsächlich darum geht, dass sich niemand verletzt. Zu viele Ausfälle mussten die Katalanen in dieser Saison schon verkraften. Auch Messi fehlte mit einem Innenbandriss mehrere Wochen. In Topform ist der Argentinier noch nicht wieder. Anders als im März 2012, als er Leverkusen mit einem Fünferpack nahezu im Alleingang abschoss. Er ist für solche Rekorde immer gut. Es überrascht mich nicht, dass Leo immer heiß darauf ist, es wissen will, immer mehr Tore zu schießen. Und gegen Valencia, zuletzt hat er ja schon wieder 90 Minuten gespielt. Messi brauche Spielpraxis, erklärt Enrique, und wird seinen Topstar wohl auch im für Barca unwichtigen Spiel von Beginn anbringen. Das ist für Bayer Leverkusen die vielleicht schlechteste Nachricht momentan.